Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Beim letzten Mal haben wir eine kleine Feder von Kuro bekommen, mit der wir jetzt relativ gut fliegen können. Und darum würde ich mal sagen, springen wir über ganz schön weite Abgründe und kommen wahrscheinlich voran. Wobei ich gerade nicht weiß... hier unten ist ja auch nochmal was. Und theoretisch könnte man abstürzen. Das heißt, wir können eigentlich da unten rum und kommen wahrscheinlich da rechts raus. Das möchte ich gerne mal testen. In ganz langsam. Oh, ja gut, damit kann ich sehr gut leben. Ein Kartensteinfragment, vielen Dank dafür. Halt, ist da noch mehr? Nein, es ist so dieser unglaublich laut rauschende Wasserfall. Wow, 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 wow. Willkommen im Bullet Hell, was ist passiert? Ah, ich habe mich treffen lassen, Mist. Ach, sehr gut, damit kann ich leben. Hier scheint es ein sicherer Ort zu sein. Und den kriegen wir auch noch weg. Oh, Hilfe. So, Erfahrung für uns. Ja, aber wie es aussieht, war es das auch schon. Wow, 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 wow. Ich möchte das nicht. Lass mich in Ruhe. Ich bin froh, dass wir uns hin und her schnippen können. Das macht es echt um einiges besser. Der ist nervig. Der ist wie die gelben. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hatten. Okay, gut, danke. Oh, das war knapp. Moment. Ah, sehr schön. Ah, Mist, da kommen wir nicht durch. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Oh! So war das gar nicht gedacht. Schande. Da ist ein Vogel. Ah, und da komme ich wieder zurück. Dann möchte ich aber eher nach links erstmal. Wow. Das hat gereicht, krass. Gut, wunderbar. Okay, was ist hier unten? Man muss ja sicher gehen. Oh, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Moment, kriegen wir das bitte kaputt? Oh, Mann. Ja, gut. Dann mach du uns das halt auf. Noch ein Kartensteinfragment. Okay, entweder haben wir eine sehr, sehr große Karte diesmal vor uns, die vielleicht zwei Fragmente braucht. Okay, gut. Oh, das war schön. Na, dann habe ich das eben richtig gemacht. Gut, mal sehen, ob ich den hier unten nochmal brauche. Da oben werde ich nicht hinkommen, darum werde ich das gar nicht erst probieren. Okay. Oh, die spuckt drei. Wie eklig. Das soll die mal bitte lassen. Oh, nochmal so ein Ding. Okay, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Wo bin ich denn hier hingeraten? Ich dachte, ich habe hier nur einen ganz kurzen Weg. Und plötzlich bin ich hier im Niemandsland gelandet. Okay. Ach, komm schon. Okay, wow, das hat mich stark verletzt und ich war überfordert. Ach, ich war überfordert, ich war immer noch überfordert. Ist hier noch irgendwas Böses? Da oben ist noch ein Böser. Gut. Okay, sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Was bist du? Ich glaube, das ist nur Deko gewesen. Ach, du möchtest nicht, okay. Okay, wir haben es geschafft. Kann ich da eigentlich... Oh nein, ich hätte auch einfach springen können. Gut. Dann lösen wir das jetzt eben relativ sicher. So.
Moment, das muss ich ganz kurz mal speichern. Ach Mist. Das ist eine sehr unschöne Geschichte. Das übrigens auch. So. Oh, haben wir den mit sich selbst weggenockt? Das ist cool. Und da kommen wir nicht. Da müssen wir reinkommen. Danke. So. Ach, oh. Das ist doch ein ganz schick gemachter Weg. Wo wir auch immer hingeraten sind. Das ist nicht der richtige Ort. Aber der Ort ist schön. Und da ist noch was Wertvolles versteckt. Ah, du kommst ja nicht mehr hoch, ja? Gut. Dann machen wir das eben so. Wie komme ich denn da runter? Gar nicht, wie es aussieht. Ich müsste... Ah, da unten rum. Okay, da ist ein Weg. Das wusste ich nicht. Ich wollte nur sicher gehen. So, da hätten wir es ja schon. Ah, ein Glück. So, wir haben alles gesammelt. Da unten ist noch was. Gleich mal hinspringen. Die Frage ist, ob mir Eiswasser wehtut. Aber ich glaube, ich kann hier rein. Sehr gut. Das ist vielleicht nur wichtig, wenn man die Wasseratmung noch nicht hat. Obwohl, nee, der Weg ist so kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Problem gibt. Okay, und da kommen wir also so nicht hoch. Dann werde ich mich jetzt über die Laternen schnippen. Ja, hoffentlich die ganzen Gegner hier los. Ja, das hat allerdings besser geklappt als gedacht. Bin ich etwa doch richtig? Und was ist hier unten? Okay, wow. Man verschwindet einfach in nichts. Dann hole ich mir jetzt mal ganz schnell noch die Sachen, die wir gerade nicht mehr gesammelt haben. Pink ist wieder da. So, da wären wir wieder. Der Eingang zu den Elendsruinen. Dies ist der Ort, den die Gumon Heimat nennen. Um ihn zu betreten, müssen wir zunächst das Gumo-Siegel finden und dazu den Nebelforst durchqueren. Ah, wir müssen also zwangsläufig irgendwann hier hin. Und es ist wahrscheinlich sogar jetzt gleich die nächste Aufgabe mit. Ah, na, ich möchte aber da noch hoch, bitte. Ich weiß nicht, ob ich hier drauf kann. Kann ich nicht. Okay, dann segeln wir gleich mal weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns oben wieder. Moment, wir sehen uns noch nicht sofort wieder. Ich brauche dich mal kurz. Also prinzipiell brauche ich eigentlich nur den Gegner, der springen kann, weil ich hier oben gerade den Hebel entdeckt habe. Und ich habe keine Ahnung, was das bewirkt hat. Moment, wir gehen dann gleich nochmal dorthin. Ich kann da eh keinen Wandsprung machen, okay. Dort passiert. Hier oben ist auch nichts. Ach so, der hat ihn abgeschossen. Wie cool ist das denn? Wir speichern mal schnell. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt hat. Wir merken uns mal, dass hier ein Hebel war, der Dinge getan hat. Jetzt ärgern wir den hier noch und dann sehen wir uns gleich oben. Moment, ich habe da noch eine Idee. Ah, ich bin so klug. Haha. Wir lassen uns doch nicht lumpen. Ah, wir haben das Kartensteinfragment. Ein Glück. Na dann. Wow, wir haben nichts dadurch bekommen. Cool. Aber wir haben zumindest das Kartensteinfragment an den Ort der Bestimmung gesetzt. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, wir sind erstmal hier unten. Ich habe nämlich noch etwas festgestellt, was wir machen könnten. Okay, vorsichtig.
Vorsichtig. Sehr schön. Wir haben nämlich hier oben tatsächlich noch was, was wir aufschießen können. Das habe ich natürlich noch nicht gesammelt. Oh, und wir haben Level Up. Das ist ziemlich geil. So, kommen wir jetzt hier den ganzen Weg eigentlich nach oben zurück? Hm, das sieht noch ein bisschen so aus, als könnten wir das nicht an dieser Stelle. Ach, vielleicht können wir ja noch ein kleines bisschen tricksen. Ja. Ha, das wäre doch gelacht gewesen. So, da wir jetzt hier rüberspringen möchten, kann ich aber die Chance nochmal nutzen, vorher hier bei unserem Seelenportal zu speichern. So, als wäre quasi nichts passiert. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch nichts passiert, weil der Part war leider jetzt schon zu lang. Darum würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir jetzt den Weg gehen, den wir eigentlich gehen sollten, ohne irgendwas zu erkunden. Und bis dahin, euer Elig. Bye!